Yo Leute, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Und ich kriege ja öfters die Frage, wie scheinbar leichte Beute Fressfeinde austrickst. Nein, das war nicht die Frage, sondern... Was hat das Intro eigentlich mit dem Spiel zu tun? Oder was hat irgendwas überhaupt mit irgendetwas zu tun? Naja, liebe Leute. Naja, liebe Leute. Naja, liebe Leute. Naja, liebe Leute. Naja. Also ich sag's mal so. So. Ist ganz egal, ob ich jetzt den hier mache. Oder euch die heiligen Sagen der Nibelungen enthülle. Eins bleibt doch immer gleich. Digga, darauf kann man übelst gut keulen. Und heute schauen wir uns mal ein Game an, das zwar nichts wirklich Neues auf dem Tresen serviert, was wahrscheinlich daran liegt, dass es einfach schon ein paar Jahre alt ist, was es aber macht, verdammt gut machen soll. Herzlich willkommen zu Phobia, liebe Freunde. Ist ein kostenloses Indie-Horror-Game, die meisten werden es schon kennen. Ich habe es noch nie gespielt, wollte ich aber schon immer, weil es ziemlich gut sein soll. Und ob es wirklich so gruselig ist, das finden wir jetzt mal gemeinsam heraus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Alles begann an einem sehr, sehr ungewöhnlichen Tag. Ich fuhr schon seit Stunden durch die Gegend und hatte immer noch ein paar weitere vor mir, bis ich mein Ziel erreichte. Da ich diesen Ort nicht kannte, muss ich scheinbar irgendwo eine falsche Abbiegung zu viel genommen haben. Das hat mich für Stunden weggeführt an eine ziemlich enge Straße, ohne Möglichkeit oder Aussicht auf einen Wendeplatz. Was sollte ich nur tun? Letzten Endes ging mir der Sprit aus, also stieg ich aus und suchte nach einem Unterkunft, um mich vor der Kälte zu schützen. Die Straße schien niemals enden zu wollen und ich sah kein Lebenszeichen weit und breit. Endlich erreichte ich das Ende der Straße, frierend und erschöpft, und sah ein Dach zwischen den Ästen der Bäume hervorscheinen. Es war eine alte Villa und... sie sah danach aus, als hätte für Jahrzehnte niemand mehr seinen Fuß da reingesetzt. Als ich die Vordertür öffnete, bestätigte sich mein Verdacht, dass dieser Ort verlassen ist. Ich war enttäuscht, dass ich keine Hilfe bekam, aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich einen Unterschlupf vor dem eisigen Wind bekommen hatte. Also ging ich rein. Und so hat es uns also hierhin verschlagen. Es ist dunkel wie ein Bärenarsch, aber zumindest können wir auf einen steilen Karriereweg zurückblicken. Vom Pisten-Rowdy zum Schneebestapfer, vom Dacherblicker, schließlich zum Einbrecher. Und Mama ist verdammt stolz. Draußen hat offensichtlich eine Atombombe gewütet. Na Gott sei Dank konnten wir uns in dieses Anwesen flüchten, mit seinen Wänden aus schützendem Holz. Und so jedweder Gefahr ein Schnippchen schlagen. Also zumindest den Äußeren. Aber noch bin ich mutig, Freunde. Noch sehe ich nichts. Und noch vermag es der Teufel nicht, meine Vichysoires aus verbalen Verklausulierungen erfolgreich zu übertrumpfen. Mit anderen Worten, wir müssen eine Lampe finden. Aber bitte nicht ganz so hektisch. Ich habe vor, bis dato mein Nasenbein noch zu behalten. Vielen lieben Dank. Und wenn es hart auf hart kommt, dann können wir uns immer noch an den hiesigen Buttermessern bedienen, Leute. Aber ich muss schon sagen, mich beschleicht ein jähes Unbehagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Großartige ist ja, dass ihr dies alles miterleben dürft. Vor allem... in besonderem Maße visuell, möchte ich hinzufügen. Es scheint festzustecken. Wie auch immer. Aber nicht sehr stark und ich könnte es vielleicht mit einer Art Werkzeug oder sowas öffnen. Wo wieder das Buttermesser ins Spiel kommt. Ich schätze mal, seine Zeit wird früher kommen, als uns lieb ist. Aber verschaffen wir uns vielleicht erstmal einen kleinen Überblick, bevor wir es uns in unserem neuen Anwesen gemütlich machen und alle Monster und Geister und Gespenster von dannen jagen. Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Ach was. Ich wandere hier besser nicht weiter durch die Gegend, bevor ich nicht ein Licht gefunden habe. Ja, das sprudelt natürlich ganz einfach aus dem Mundwerk, wenn man das Privileg hat, zu wissen, wo sich eine Lampe befindet. In den Genuss komme ich leider bis jetzt noch nicht. Oh, aber das könnte sich bald ändern, denn was erblicken meine Brille-Vielmann-gestählten Augen denn dort in der Dunkelheit?
ein einsames Schächtelchen Streichhölzer, was hier vermutlich seit Jahrzehnten auf seinen Erlöser wartet. Komm her, mein kleiner Freund, und lasst uns mal unsere Aufgabe beginnen. Offensichtlich motiviert das die Tür immer noch nicht aufzugehen, aber wir haben ein kleines Wölkchen ausstoßen können. Ist ja immerhin was. Gedanken? Das ist interessant. Zumindest eine interessante Art, die Geschichte zu erzählen, anders als mit Notizen, die im Haus verstreut sind. Das meiste von diesem Haus ist zu dunkel, um es zu erkunden. Ich muss einen Weg finden, den Strom wieder anzustellen. Okay, ich glaube, so weit waren wir schon. Gehirntechnisch ist der gute Herr hier etwas langsam, aber ich hoffe, er ist zumindest dazu gebrauchen, unseren kleinen Hintern mal in den Westflügel dieses Anwesens zu begeben, um eventuell dort nach etwas zu suchen, woran wir die Streichhölzer austesten können, nicht wahr? Denn zum Glück schillern die Türklinken hier noch so hübsch in der Dunkelheit. Was haben wir hier? Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich meine, gut, was auch immer du sagst, ich vertraue dir vollkommen. Vor allem bei den Worten, dass dieses Anwesen verlassen ist. Ich werde drauf zurückkommen, du warst dir ziemlich selbstsicher. Ach, schaut mal hier. Oh Gott, Alter. Natürlich gehen wir in den ersten Minuten des Spiels direkt in den Keller. Vortreffliche Idee. Man ist niemals erwachsen genug für eine solche Aktion. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh Gott. Alter. Ich dachte, ich bin in irgendwas reingelaufen. Und so allmählich beginne ich zu verstehen, warum die Leute das Game hier so unangenehm fanden. Hallo? Boah, Alter. Hier haben wir noch eine Lampe. Wie geht's weiter? Oh, Alter, bitte nicht. Ein Keypad. Und hier ist eine Leuchtröhre. Finden wir hier im Keller vielleicht eine Möglichkeit, den Strom anzustellen? Moment mal. Dort ist ein Schalter. Wird das nicht etwa der Powerknopf sein? Oh, yes, Baby. Ja, und schon ist es gemütlich genug, ein paar Mädels einzuladen, nicht wahr? Und für Leute, die den Kanal etwas länger verfolgen, ihr wisst, dass Geräusche und Sounds meine Schwäche sind, was Horrorgames angeht. Wenn das Ambiente gut gemacht ist, dann bin ich ziemlich schnell eingeschüchtert. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was das Game mir noch zu bieten hat. Alles klärchen. Wir haben das Licht angestellt. Was haben wir hier für eine Tür? Da sind Kratzspuren drauf. Ich hab dir gesagt, ich komm drauf zurück, mein lieber Freund. Es scheint verschlossen zu sein von der anderen Seite. Wie ist das möglich? Jemand hat sich selbst da drin eingeschlossen, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ich bin Laie, was Einschließen angeht. Also fragt mich nicht. Mir ist es lieber, in solche Dinge zu bleiben. Und glaub mir, mein Freund, dir auch. Alles klar. Da wir jetzt für ein bisschen für Licht und sich selbst schließende Türen gesorgt haben, offensichtlich, kann der ganze Spaß weitergehen. Wir haben einen neuen Gedanken, der uns empfängt. Was wabert hier vor unserer Nase rum? Alter. Es fängt an, kalt zu werden. Ich sollte mich umsehen und schauen, ob ich diesen Ort hier irgendwie aufwärmen kann. Man könnte auch sagen, such Feuerholz und einen Kamin. Ich glaube, das ist, ziemlich offensichtlich in einem Haus wie diesem. Das scheint so verdammt groß zu sein. Diese Tür dort ist verschlossen. Wir sollten uns das ein bisschen merken, die Orte, wo wir nicht reinkommen. Oh Gott, noch ein kleines stilles Kämmerlein. Oh, ja, sehr, sehr gut zum Verstecken, möchte ich hinzufügen. Auch das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Alter, hier haben wir schon mal immerhin einen Kamin gefunden. Das ist schon mal sehr praktisch. Ach so, Feuerholz ist offenbar schon am Start. Wow, scheint so, als hätten die hier alles für meine Anwesenheit vorbereitet. Ich freue mich drüber. Es wird spät. Wow, hast du noch mehr Luxusprobleme? Ich bin müde vom Rumfahren den ganzen Tag und sollte ein Bett suchen, um mich ein bisschen hinzulegen. Alles klar, mein lieber Freund. Legen wir uns mal ein bisschen hin.
Das Bett wird bestimmt äußerst erquickend sein. Alles klar. Mich freut es immerhin, dass wir das Haus jetzt ein bisschen erleuchtet haben. Von der Wärme merke ich noch nicht allzu viel, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist der Keller. Wir gehen mal hoch. Eventuell befindet sich das Schlafzimmer oben. Das sind nur meine Fußschritte, oder? Und das knarzende Holz. Was ein paar wenige Dezibel in diese Hallen bringt. Alter. Es rührt sich nicht. Auch sehr gut. Vielleicht finde ich ja eine Brechstange. Aber diese Option willst du mir offensichtlich nicht gönnen. So. Was haben wir hier? Oh! Das Scheißhaus. Alles klar. Hier haben wir eine Notiz. So, so. Es geht also doch los. Wir lassen uns hier nicht mit unseren Gedanken alleine. Vielleicht werde ich paranoid oder sowas. Ich habe sogar ein Wortschloss, ein Buchstabenschloss an dem Werkzeugschrank installiert. Ich glaube, manchmal bin ich zu vorsichtig, auch wenn das eventuell eine gute Sache ist, wenn ich die Wichtigkeit meiner Arbeit bedenke. Ich muss mir nur das Passwort merken. Das Passwort. Verdammt. Haben wir irgendeinen Hinweis auf das Passwort? Okay. Wir werden vielleicht an anderer Stelle hier nochmal zurückfinden. Aber auf jeden Fall müssen wir nach einem verschlossenen Schränkchen Ausschau halten, wo wir das Werkzeug finden, um die Tür im Erdgeschoss betreten zu können. Schon unseren ersten Hinweis. Alter, bitte mach das nicht mit der Musik. Das ist ja vollkommen furchtbar. Okay, wir haben die Bibliothek gefunden. Sup? Grüß dich. Ist das der Inhaber? Also, Bewohner? Schickes Haus. Report Nummer 27 am 20. August 1967. Welche Zeit schreiben wir eigentlich? In dieses Haus zu ziehen war das Beste für das Experiment. Ich glaube, jetzt wissen wir, was sich in der Kammer da befindet. Aber vielleicht gibt es ja mehr, was wir darüber wissen sollten. Ich habe sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Dieser Ort ist perfekt. Inmitten vom Nichts, ohne Ablenkung. Oder irgendwelchen neugierigen Blicken. Aber es wird hier ein bisschen einsam draußen von Zeit zu Zeit. Aber das Experiment ist zu wichtig für diese kläglichen Emotionen. Ist klar, Herr Professor. Was auch immer du sagst. Ich glaube dir. Aber wie ich schon zu mir sagte, es wird langsam spät und ich sollte eventuell ein Bett finden. Es ist verschlossen. Verdammt. Oh, schaut mal, was wir hier in der Bibliothek gefunden haben. Ein Schlüssel, ja, offensichtlich. Danke für diesen entscheidenden Hinweis, Spiel. Ich hätte sonst nicht weiter gewusst, ob wir hier rein können. Oh, verdammt nochmal, ein Genie. Wenn es eine Tür gibt, die wir zumachen wollen, dann die von unserem Schlafzimmer. Das lief jetzt ein bisschen anders als geplant. Ich bin noch kein Meister meines Faches. Da! Von dir lasse ich mich nicht überlisten. Überwinden eventuell, vor allem weil ich dich nachher überwinden muss, wenn mich irgendetwas aus diesem Schlafzimmer jagt. Wir kommen drauf zurück, wie immer. Report Nummer 42, 19. Februar 1968. Wow, das ist jetzt ein halbes Jahr später. Die Mixtur scheint zu stark zu sein für die Ratten. Ich muss irgendwas Größeres als Testsubjekt finden. Report Nummer 54, 7. März 1968. Die Mixtur braucht immer noch ein paar Zutaten und mir geht ein bisschen das Budget aus. Ich muss irgendwo hingelangen mit dem Experiment. Das ist zu wichtig, um jetzt einfach damit aufzuhören, um es fallen zu lassen. Ich muss mir was ausdenken. Alles klar. Aber heute nicht mehr, mein Freund, denn offensichtlich gehen wir heute erstmal schlafen. Gute Nacht. Oh Gott. Der diesen Ort niemals besucht hat. Vor allem jetzt nicht. Was zum... Oh, du erwartest jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich da rausgehe. Oh, also. Hallo? Alter, alles klar. Was ist dieses Geräusch? Das ist eine gute Frage. Oh, Alter, was ist los? Hallo? Jemand da? Eventuell in Form einer Taschenlampe, das wäre ganz super. Richtig super wäre das. Schaut mal, hier ist eine Falltür. Das sollten wir uns definitiv merken. Huh. Alter.
Ja, das kommt doch definitiv aus dem Keller, oder? Oh, ey, ich wäre so schnell hier raus. Richtig Speedy Gonzales-Action auf jeden Fall würde ich hier durchziehen. Die würden mich nie wiederfinden. Boah, ey. Oh, wirklich? Es ist leise geworden. Jumpscare incoming, oder? Das Geräusch hat aufgehört. Das könnte irgendwas gewesen sein. Vielleicht irgendein Tier, was in den Rohren rumkratzt. Ratten in den Wänden oder einfach die Geräusche eines alten Hauses. Dude, du bist hoffnungslos optimistisch. Das waren nicht nur Geräusche eines alten Hauses. Glaub mir, ich war in vielen alten Häusern. Was auch immer das war, es hat aufgehört. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Schlaf holen. Alter, was ist denn immer mit dir und deinen komischen Türaktionen? Sollte ich ein bisschen mehr Schlaf holen? Oder sollte ich da jetzt runtergehen und mal nachschauen, was hier nicht ganz in Ordnung ist? Schönen guten Tag. Die Tür ist immer noch zu, oder? Ja, sie ist immer noch abgeschlossen. Oh, Alter. Und so tropften die Schweißperlen von meiner Stirn. Schweißperlen der Hoffnung, meine Freunde. Alles klar. Zurück ins kuschelige Bett. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei diesem Game abnorm schnell die Orientierung verliere und ich weiß nicht, ob das gut ist. Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, Freunde. Ein nächster Tag und Licht ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Was geht uns denn jetzt so Schönes durch den Kopf? Wow, ich habe noch niemals so schlecht geschlafen wie heute. Ich muss irgendwie einen Weg finden, um den Rest der Räume des Hauses zu erkunden. Es muss doch hier irgendwo ein bisschen Benzin geben. Natürlich. Jeder Haushalt hat irgendwo Benzin rumstehen. Oh, Momentchen. Hier ist ein Schlüssel aufgetaucht. Es wurde versteckt unter dem Feuerholz und hat es natürlich freigelegt. Okay, alles klar. Die Frage ist natürlich, was für eine Tür er aufschließt. Momentchen, haben wir hier irgendwo die Streichhölzer gefunden? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich weiß, dass es definitiv noch irgendeine verschlossene Tür gab. Und wir haben sie gefunden. Die Garage, offensichtlich. Eine Garage! Ich bin ein Genie, ich sagte es bereits. Das ist, wonach ich gesucht habe. So, jetzt lass hier bitte Benzin sein. Ich glaube, so einfach ist es nicht, mein Freund. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Okay, was haben wir denn erstmal hier? Report Nummer 78, 2. April 1968. Ich hatte einen Zwischenfall in einem Krankenhaus gestern. Ich musste etwas besorgen, wurde dabei von der Krankenschwester erwischt. Der ist ins Krankenhaus eingebrochen, um sich irgendwelche Medikamente für sein Experiment zu klauen, oder? Ich glaube, das war nur eine Frage der Zeit. Aber es ist auch das Letzte, was ich brauchen kann. Ich kann es mir nicht leisten, ins Gefängnis zu gehen. Ich kann es mir nicht leisten, Zeit zu verschwenden oder dass irgendjemand von diesem Experiment erfährt. Ich könnte mein Lebenswerk riskieren. Also habe ich sie hergebracht. Sie, die Krankenschwester? Oh, Alter, die ist unten im Keller, oder? Heilige Mutter Gottes. Das ist der verschlossene Schrank. Alles klar. Dann liegt es jetzt an uns, ein Passwort herauszufinden. Aber wir haben noch keinen Zettel gefunden. Aber immerhin einen Lageplan von dem Haus. Aber wenn ich den nicht mit mir trage, dann ist das wahrscheinlich, ja, ziemlich sinnlos. First Floor, da ist irgendetwas ausgebrannt. Was ist das? Das ist auf jeden Fall der zweite Stock. Das ist die Treppe. Das ist die Falltür. Da müssen wir auch noch irgendwie hoch. Müssen wir bestimmt noch irgendwo eine Treppe aufsammeln oder sowas in der Art. Okay. Was hat er gesagt? Ich werde paranoid, ich habe selbst diesen Schrank hier mit einem Schloss versehen. Manchmal bin ich zu vorsichtig. 1, 2, 3, 8 Buchstaben. Wait. Moment mal. Das sind nicht alle Buchstaben. Ich werde vielleicht paranoid. Echt jetzt? Oh mein Gott. What? Eine Brechstange. Sehr gut. Und ich weiß, wo uns diese nützt. Okay.
Alles klar. Da war kein Benzin in der Garage. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich fange an zu frieren. Ich sollte diesen Kamin wieder anzünden. Tja, mein Freund, du hast aber leider kein Feuerholz mehr. Komm, wir müssen jetzt erstmal andere Geschütze auffahren. Wir haben jetzt erstmal eine Tür zu knacken. Und die Chance, Blindheit zu vermeiden. Das war doch eine störrische Tür. Auch wieder einmal hast du dich geirrt. Die alte Brechstange ist zerbrochen. Okay. Das ist interessant, dass das Spiel mir das sagt, weil normalerweise sind Items halt dann einfach weg, wo wir gerade von einer Treppe gesprochen haben. Aber die kann ich noch nicht einsammeln, oder? Ach verdammt, das kommt bestimmt später, aber wir wissen immerhin, wo wir hingehen sollen. Hier ist Feuerholz, nicht wahr? Ja, immer gib ihm. Leute, so schnell ergeben sich die Dinge hier recht positiv für uns. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich sehr bald sehr schnell ändern. Zu unserem Nachteil. Report Nummer 96, 12. Juni 1968. Die Mixtur hat einen merkwürdigen Nebeneffekt. Das Testsubjekt fängt an, Dinge zu vergessen. Es ist nicht nur Amnesie. Sie vergisst alles. Sieh, Alter, der hat die Experimente an der Krankenschwester weitergeführt. Der brauchte etwas Größeres als Ratten. Boah, das ist krank, Alter. Was hat er denn mit der gemacht? Habt ihr irgendwas eingeflößt, auf jeden Fall? Und sie ist dann wahrscheinlich kein Mensch mehr. Und ich wette, die wird uns hier noch durchs Haus jagen. Plot-Twist. Hat ja gar keiner mitgerechnet. Das Testsubjekt hat fast alles vergessen. Wo sie ist, wer sie ist und auch was sie ist. Die Mixtur fängt an, die Gehirnzellen zu zerstören. Andere Nebeneffekte sind extreme Aggressionen und Mutationen. Okay, alles klar. Es geht wie gewohnt weiter. Normalerweise sollte man sich in dieser heimeligen Umgebung wohlfühlen. In diesem Falle ist das allerdings anders. Okay, machen wir mal den Kamin wieder an, würde ich sagen. Der wärmt diesen Ort etwas. Okay, es ist immer noch warm. Aber ich sollte mehr Schlaf bekommen und darüber nachdenken, was ich morgen mache. Schleunigst einen Weg hier raus, Kumpel. Und ich verstehe, du bist gestresst, aber du bist auch erst seit circa 5 Minuten wach. Just say. Aber ich verstehe schon, dass du deine Energie noch ein bisschen aufheben möchtest. Vor allem in der Wadenmuskulatur. Die wirst du hier noch gebrauchen. Eventuell auch Stimmbänder, aber dafür bin ich eher zuständig, würde ich mal sagen. Puh. Können wir nicht vielleicht abschließen? Das wäre eine Wonne. So, Freunde. Auf eine ruhige Nacht, die wir vermutlich nicht haben werden. Mann, Alter, jetzt hätte ich geahnt. Nein, ich kaufe nichts. Oh Gott. Oh, Alter, die meinen das ernst? Sind das mehrere? Nein, ich möchte auch nicht den Zeugen Jehovas beitreten. Oh, die kommen gleich rein, ne? Ich hab die nicht aufgemacht. Oh, Alter. Okay, es wird jede Nacht schlimmer. Ich find's wahnsinnig geil, wie das Game aufgebaut ist. Diese verdammten Geräusche schon wieder. Mama. Du musst gleich um deinen Jungen weinen. Höchstwahrscheinlich. Oh, verdammt nochmal. Was? Okay, gut. Gehen wir irgendeinen anderen Weg. Vor allem war das der Shortcut. Wir müssen jetzt durchs ganze Haus latschen. Verdammtes Spiel, Alter. Ist es jetzt vielleicht an der Zeit für den großen Heldenauftritt des Buttermessers? Könnte es mir ja noch überlegen. Noch habe ich Gelegenheit. Noch kann ich zurück. Ah! Oh, Alter. Ey, hör auf damit, Mann. Heftig. Nicht sowas. Nicht jetzt. Spaß dir bitte später. Für die Kinder. Wir brauchen doch auch ein bisschen Spaß. Hilfe. Och, Alter. Ich möchte da nicht runter. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte die Beine in die Hand nehmen. Hilfe. Es hat diesmal nicht aufgehört. Weg, 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 weg.